Wir treffen uns über den Dächern von Hamburg und sprechen darüber, wie es ist, ein Crowdfunding als gemeinnütziger Verein zu starten und was man vor allem in Sachen Dankeschöns beachten sollte. Hi und herzlich willkommen zu den Crowdfunding Talks der Hamburg Kreativgesellschaft. Ich bin Isabel und habe heute Dijk zu Besuch. Moin Moin, mein Name ist Dijk. Ich bin vom Urban Art Institut Hamburg e.V. Das ist ein kleiner gemeinnütziger Verein. Unser Ziel ist es, Wände zu gestalten in Hamburg. Das sind so Wände, die bis zu 5 Stockwerke groß sind. Hauptsächlich sind wir in Harburg aktiv mit dem Festival Walls Can Dance und wir holen da Künstler, zum Teil auch internationale Künstler dazu und machen die Stadt ein bisschen bunter und das macht Spaß. Crowdfunding-Plattform. Start Next. Gefühlslage? Angespannt und ein bisschen nervös. Beliebtestes Dankeschön? Diese gelbe Mütze. Erfolgreichste Werbemaßnahme? Das war, dass wir Videobotschaften von den Künstlern, die uns bisher unterstützt haben, dann online gestellt haben. Teamgröße? Das waren so um und bei 7 Leute. Vorbereitungszeit? Die Vorbereitungszeit waren so 1,5 Monate, würde ich sagen. Vorbereitungskosten? Wir hatten eigentlich keine Vorbereitungskosten. Wir hatten allerdings ein Video, was durch die Crowdfunding-Förderung der Hamburger Kreativgesellschaft gefördert worden ist. Das waren 5.000 Euro. Also die hatten wir als Kosten, aber für den Verein direkt keine Kosten. Finanzierungsdauer? Das war 1 Monat. Funding-Wunsch? 10.000 Euro. Funding-Summe? 10.169 Euro. Finanzielle UnterstützerInnen? Das waren so etwa 150. Durchschnittlicher Supportbeitrag? Das waren so 70 Euro. Höchster Supportbeitrag? 500 Euro etwa. Relationen fremder und befreundeter UnterstützerInnen? So circa, würde ich sagen, 75% der Leute kannten wir nicht persönlich. Dijk, herzlich willkommen zu den Crowdfunding Talks. Du hast ja mit deinen Kollegen vom Urban Art Institut letztes Jahr ein Crowdfunding gestartet. Und für das Crowdfunding habt ihr euch zahlreiche Gegenleistungen ausgedacht für eure potenziellen UnterstützerInnen. Aus dem Anlass habe ich tatsächlich auch ganz besondere Moderationskarten. Oh, sehr schön, ja. Genau, weil ich war einer eurer UnterstützerInnen und habe mir genau das Postkartenset erworben, was ja einer der Wandgemälde zeigt, die ihr da ausgestellt habt. Was habt ihr denn noch als Dankeschöns angeboten für die Unterstützer? Ja, wir wollten Dankeschöns haben, die auch natürlich zu uns passen. Also wir haben dann ein bisschen in die Merchandising-Kiste gegriffen und geguckt, was wir selber gerne haben würden. Und da sind wir auf Mützen gekommen zum einen. Aber natürlich, wir sind ja sehr kunstnah und haben dieses Postkartenset, was auch sehr gut lief, dann als Dankeschön gehabt und auch Kunstdrucke. Mhm. Von unseren Bildern, also nichts Fremdes, also immer ein bisschen Selbstwerbung auch sozusagen gemacht. Und wir haben dann auch noch was gehabt, was jetzt durch Corona allerdings ein bisschen verschoben werden musste. Wir haben Führungen angeboten. Mhm. Also, dass wir quasi kuratierte Führungen, also mit unseren Kollegen, die das ganze Festival sozusagen oder die Tage kuratiert haben, dass die dann durch das Gebiet führen, wo die Murals sind. Und das wurde auch sehr gut angenommen, wie gesagt, aber allerdings ne, kam dann Corona dazwischen. Das haben wir jetzt erstmal aufs Ende des Jahres gelegt. Aber so im Großen und Ganzen haben wir, ist alles sehr gut angekommen, kann man sagen. Ja. Und war das schwer, sich so eine Palette an Dankeschöns auszudenken oder wart ihr da einfach schon klar, was ihr anbieten wollt? Man hat ja letztendlich die freie Wahl, kann von bis alles anbieten. Wie habt ihr euch entschieden? Wir haben viel diskutiert, muss ich sagen. Also doch, wir haben viel diskutiert. Also wir hatten zum Beispiel auch Masken, das haben wir mit reingenommen, auch Corona-bedingt. T-Shirts hatten wir, da haben wir auch lange, über die T-Shirts haben wir am längsten diskutiert, weil wir gesagt haben, okay, dann müssen wir ja alle Größen anbieten quasi oder wie organisieren wir das? Das war halt sehr, sehr aufwendig. Letztlich haben wir es dann doch gemacht, so ein bisschen als Zugeständnis. Aber das war eigentlich der größte Diskussionspunkt, kann man sagen. Ist das denn aufgegangen mit den T-Shirts? Du meintest ja, da gab es ein bisschen mehr zu bedenken, oder? Ja, also letztlich ist es ja so, dass man muss natürlich kalkulieren, ähnlich wie wenn man auch ein Produkt anbietet. So. Und da haben wir natürlich dann nicht so einen ganz großen Schnitt gemacht, weil wir mussten dann also immer in kleinen Margen dann auch bestellen. Also die Hoffnung war natürlich, dass vielleicht alle M bestellen oder so, aber das ist dann halt nicht so.
Aber genau, da muss man so ein bisschen, also man hat so ein paar Risikosachen dabei. Also zum Beispiel die Führungen haben natürlich wenig Produktionskosten. Klar, die kann man schieben, das ist einfach. Aber eigentlich, wir haben die ganzen Sachen auch erst danach produziert, was natürlich so im Zeitverlauf extrem stressig war auch für uns, weil wir, ne, wir haben die Bestellung in Anführungsstrichen bekommen, haben dann abgeschlossen, mussten produzieren und dann, weil es vor Weihnachten war, wollten wir auch vor Weihnachten ausliefern. Das war ja, schon ziemlich sportlich, würde ich jetzt so sagen. Und natürlich war es dann auch, wie das immer so passiert, ne, mal ist was nicht dabei, was man bestellt hat oder mal das Falsche. Also das muss man dann auch mit bedenken. Du hast gerade schon verraten, dass ihr es vor Weihnachten eure Crowdfunding-Kampagne gestartet habt. In welchem Monat genau? War es Oktober, November so? Wir haben, genau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir ungefähr einen Monat Zeit gehabt und haben, glaube ich, Anfang November abgeschlossen, soweit ich weiß. Also dann wirklich ging es innerhalb von einem Monat produzieren oder genau und dann losschicken. Das ist nämlich tatsächlich das, was wir oft beobachten bei Crowdfunding-Startern, die dann so die Idee im Kopf haben, ich will für Weihnachten kurz vorher ein Crowdfunding starten, damit die Leute das verschenken können. Und das ist total interessant, was du sagst, weil das geht ja oft tatsächlich nicht auf, weil man dann doch ein bisschen mehr Produktionszeit braucht. Ja. Wann sind denn bei euch dann tatsächlich die Dankeschöns ausgeliefert worden? Also wir haben es wirklich ganz gut geschafft, aber zum Schluss haben wir dann auch wirklich gesagt, wenn jetzt wirklich mal was zu Weihnachten nicht da ist, dann ist es leider so. Also es gab ein paar Sachen, die wir nachsenden mussten. Mhm. Es gab auch Sachen, die dann nicht vollständig da waren, wo wir dann halt die Leute vertrösten mussten. Wir hatten dann doch ganz engen Kontakt auch. Also es ist nicht komplett aufgegangen, muss man sagen. Aber zum Schluss haben wir dann so ein bisschen uns den Druck genommen und gesagt, dann ist es halt so, es ist ein selbst aufgelegtes Credo gewesen. Und ja, und die Leute waren uns dann auch nicht böse, aber trotzdem würde ich mir den Stress jetzt nicht nochmal machen wollen. So. Und hast du da einen Empfehlungswert für eine Dauer, was du sagen würdest zwischen Abschluss der Crowdfunding-Kampagne und dann, wenn es bei dem Unterstützer ankommt, was man einplanen sollte, damit man eben nicht diesen Stress hat? Also ich kann jetzt keine Richtlinie geben. Mhm. Ich würde halt sagen, einer unserer Teilnehmer, also aus unserem Verein, hatte schon vorhin Crowdfunding gemacht und der meinte, wir sollten das auf jeden Fall auch relativ zügig abschließen, also nicht nach einem halben Jahr, weil dann vergisst man es und die Leute haben das dann auch vergessen oder fragen nach. Mhm. Also wir haben es schon so ein bisschen Fenster gesetzt, so innerhalb von 2 Monaten. Ich würde sagen, man sollte es vielleicht ein bisschen großzügiger sagen und man sollte es wahrscheinlich auch von Anfang an kommunizieren. Das ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute das einfach wissen. Das kann einen Moment dauern, bis es kommt, aber es kommt was. Mhm. Und da, wo ihr dann wusstet, es verzögert sich vielleicht bei dem einen oder anderen, meintest du ja schon, eure Community war euch eigentlich relativ positiv zugewandt. Habt ihr die dann von Anfang an transparent mitgenommen und meintet übrigens, unsere Crowdfunding-Dankeschöns verzögern sich was? Oder wie seid ihr da vorgegangen, um diesen positiven Vibe quasi beizubehalten? Ja, also wir haben schon mit einigen direkt gesprochen gehabt, also Leute, die wir auch kannten. Wir haben dann bei einigen dann auch Mails geschickt, durchaus auch Mails geschickt. Ob das komplett aufgegangen ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber wir haben es zumindest probiert. Und wir haben dann halt auch immer noch ein paar mehr Postkarten dann reingesteckt bei den Leuten, die halt bei denen es ein bisschen verzögert war. Dann. Als Wiedergutmachung sozusagen. Als kleine Wiedergutmachung, ja, weil irgendwie ist es ja auch ein Deal, also auch ein Geschäft letztlich, dass man da abschließt. Und da will man natürlich auch fair sein oder zumindest entgegenkommen. Ja. Absolut. Was kannst du denn uns verraten? Nimm uns doch vielleicht, es geht mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen der Kalkulation von solchen Dankeschöns. Mhm. Also du hast ja, je nachdem, ob es materiell oder immateriell ist, ja auch durchaus Produktionskosten. Was sind noch für Posten, die Crowdfunding-Starter beachten sollten? Ja, ich glaube, das, was droht, hintenüber zu fahren, ist das Porto. Ja. Also da haben wir wirklich sehr viel Recherche gemacht. Also wirklich die Seite der Deutschen Post aufgerufen. Es gibt natürlich auch andere Anbieter und geguckt, wie viel kostet das und welche Päckchen braucht man letztendlich. Ne? Und dann, welche Päckchengröße? Welche Päckchengröße, genau. Und da ist es natürlich auch so, dass man es gibt ja zig Größen, dass man sich dann auch, auch auf einige beschränken muss. Also nicht für jede Größe irgendwas anbieten, sondern dann halt irgendwas Standardmäßiges und dann ein bisschen Füllmaterial rein. Das ist vielleicht ganz, ganz gut. Und bei der Kalkulation letztlich haben wir wirklich auch bei den Webseiten geguckt,
von den Anbietern, also auch natürlich nach Möglichkeit, wo auch keine Preisfluktuationen sind. Also nicht, dass irgendwie dann T-Shirt zu drücken plötzlich 10 Euro teurer ist. Ne? Also dann wirklich ja, genau recherchieren. Ich würde also nicht sagen, über einen Daumen gepeilt kostet ein T-Shirt so und so viel, sondern ich würde wirklich sehr, sehr gut recherchieren, Preisvergleiche machen und ja, das genau und natürlich auch immer so versteckte Kosten machen. Also ein T-Shirt, es gibt dann auch noch einen Druck, wie man das T-Shirt bedruckt, da gibt es verschiedene Varianten. Also wirklich festlegen, das machen wir jetzt und wir entscheiden uns jetzt nicht um, weil das ist dann ja kalkuliert und geht dementsprechend dann halt letztlich auch ab vom dem, was man reinbekommt. Ja. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen steuerliche Aspekte, Bruttopreis, weil ihr ja was verkauft habt, genau. Das habt ihr auch einkalkuliert. Genau, ja. Ja, cool. Und ihr wart ja auf der Crowdfunding-Plattform Startnext, da ist es ja möglich, auch Dankeschöns zu limitieren, also dass es zum Beispiel von der Mütze, die so gut wegging, irgendwie erstmal nur 5 gibt. Habt ihr die Limitierung genutzt und wenn ja, war das irgendwie was ihr empfehlen könnt oder ist es gar nicht so ins Gewicht gefallen? Doch, also es ist so, wir haben halt für unsere Führung ein Limit gesetzt, weil wir sind ein ehrenamtlicher Verein und können halt nicht jedes Wochenende Leute durch Harburg führen. Und da haben wir ein Limit gesetzt und auch bei den Kunstdrucken haben wir zum Beispiel ein Limit gesetzt, weil das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist halt auch schon was Exklusives in einer gewissen Form. Und um das auch zum was Besonderem zu machen, die waren halt auch ein bisschen teurer letztlich als die anderen Sachen. Mützen hatten wir, soweit ich weiß, unlimitiert. Masken auch, Postkarten. Genau, weil wir da gedacht haben, das wird schon laufen. So, ne? Aber bei solchen Sachen, wo man sich, also wo es eine Ressource ist und man auch nicht weiß, ob das so man so viel davon hat oder so viel davon geben kann oder beziehungsweise auch diese Limitationssache, wenn es was Besonderes sein kann, das halte ich für sehr sinnvoll. Kannst du dich erinnern, ob es auch Leute gab, die das Crowdfunding einfach mit einem freien Betrag unterstützt haben oder haben wirklich alle euch über ein Dankeschön unterstützt? Nee, also es wurde auch gespendet. Okay. Ganz unterschiedliche Beträge, auch zum Teil so ganz krumm, so 5 Euro so und so viel. und durchaus also auch mal ein bisschen mehr. Also das fände ich ganz nett. Das ist halt auch wirklich eine Möglichkeit, wenn Leute vielleicht, also die Dankeschöns sind ja auch nicht jedermanns Sache, muss man sagen. Und vielleicht können auch Leute nicht so viel geben und trotzdem Teil davon sein. Und das finde ich ganz, ganz schön. Ja. Ihr seid ein gemeinnütziger Verein, ne? Genau. Vielleicht das nur so als Hinweis mit für andere, die ein Crowdfunding starten wollen. Spende ist es ja oft eigentlich nicht beim Crowdfunding, sondern eine finanzielle Unterstützung. Genau. Da ihr ein Verein seid und Spendenquittungen ausstellen dürft, hattet ihr den Luxus quasi sagen zu können, ihr könnt auch einfach Spenden einsammeln. Startnext, habe ich ja schon verraten, ist die Crowdfunding-Plattform eurer Wahl geworden. War das relativ früh klar oder wie habt ihr euch für eure Crowdfunding-Plattform entschieden? Also auch da haben wir lange recherchiert, hin und her. Und letztlich haben wir dann aber uns dafür entschieden, also für Startnext, weil es auch ähnliche Projekte da schon gab. Ich glaube, sie ist sehr, man kann sagen, sie ist gut aufgemacht gewesen. Das fand ich ganz gut, also poppig, sage ich jetzt mal, also niedrigschwellig. Also da findet sich gleich jeder zurecht. Und es hat auch alles sehr gut funktioniert. Es war sehr selbsterklärend und für uns, wie gesagt, gemeinnütziger Verein, alle ehrenamtlich, war das eigentlich sehr gut aufbereitet, dass wir das auch füllen konnten mit Inhalten. Du hast gerade schon verraten, ihr wart eher alle ehrenamtlich tätig. Also ihr habt euch wahrscheinlich jetzt selber keine Honorare für das Crowdfunding jetzt gezahlt als Arbeitszeit. Wie habt ihr das denn generell gemacht? Habt ihr eine Arbeitsteilung gehabt? Hat es auch gepasst mit der Zeit oder war es eine komplette Überforderung? Wie war so die Teamaufteilung und das Arbeitserlebnis? Ja, wir haben so ein bisschen den Staffelstab uns gegenseitig gegeben. Also was die Anmeldung angeht, Texte eingesammelt, da haben verschiedene Leute zugearbeitet, das Ganze gepflegt, also auch Content produziert letztlich haben auch Leute. Also wir haben so ein bisschen Expertengruppen sozusagen bei uns im Verein, was ganz gut ist und die Leute arbeiten manchmal auch im beruflichen Kontext ähnlich, deshalb lief es bei uns relativ professionell ab, kann man sagen. Und letztlich war dann halt noch eine große Aktion, wo halt auch nochmal Kräfte mobilisiert werden mussten, das Ganze zu versenden. Also wir saßen da halt zusammen in einem relativ großen Raum und haben Päckchen gepackt, das über mehrere Tage. Das hat Spaß gemacht, aber es war halt echt
Schweißt auch zusammen. Schweißt zusammen und war schweißtreibend auf jeden Fall. Und man muss halt auch sagen, dass das uns so, weil wir das halt alle nebenbei machen, halt sprich abends nach der Arbeit oder am Wochenende, dass das natürlich eine ziemliche Zusatzbelastung war und wir das jetzt nicht unbedingt jetzt gleich morgen wieder machen müssten. Also ist eher quasi, wenn man Crowdfunding starten möchte, muss man sich darauf einstellen, dass es eher ein Fulltime-Job ist, oder? Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass das geschenktes Geld ist für die Aktion, sondern da muss man also schon viel vorher sich Gedanken machen und auch viel Ressource letztlich reinstecken und für beplanen. Ja. Welche Rolle hatte denn Startnext? Hattest du das Gefühl, da ist eine Community, auf die ihr zurückgreifen könnt, die euch nicht kennen und einfach regelmäßig zum Beispiel auf Startnext vorbeischauen, um euch oder irgendein Crowdfunding zu unterstützen, dann auf euch kommen? Oder kamen die meisten dann doch über eure Netzwerke? Also ich hatte schon das Gefühl, dass recht viel auch über die Seite lief, weil wir haben dann uns letztlich die Namen angeguckt und bei manchen, oder ich würde mal sagen, bei mehr als 50% gesagt, so, kennt einer den? Nee. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, weil man auch selber, wenn man sich mit der Seite beschäftigt, selber auch so ein bisschen surft und dann sieht und denkt so, ah, oh, das ist aber geil oder das Dankeschön ist ja nett. Also es ist so ein bisschen, kann auch einen kleinen Suchtfaktor haben, denke ich mal. Und ich glaube schon, dass es da eine Community gibt, die halt Lust hat, Projekte zu unterstützen und da auch halt in den bevorzugten Feldern guckt und dann halt auch aktiv wird. Mhm. Wo würdest du denn einschätzen, lag die meiste Zeit irgendwie in der Vorbereitungszeit, in der Durchführung, wo die Crowdfunding-Kampagne liegt oder sogar jetzt noch danach, was wir ja vorhin schon mal hatten mit den ganzen Dankeschöns ausliefern? Was nimmt am meisten Zeit in Anspruch aus eurer Erfahrung heraus? Ja, das ist, ja, also ich würde schon sagen, dass es sehr, also sich aufwiegt, dass eigentlich alle drei Teile aufwendig sind. Also ich glaube, so, also diesen Content zu produzieren, das ist natürlich, also dass wir haben halt immer auch Unterstützervideos gezeigt und so weiter. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr punktuell war. Wir hatten auch wirklich einen Plan gemacht, wann was gemacht werden soll und haben geguckt, okay, jetzt läuft es gerade nicht so gut, lass uns mal wieder ein Video halt schalten. Und ich glaube, das war so von der nervlichen Ressource das, was am meisten anstrengend war. Vor allem so in der Schlussphase natürlich. Also es war schon dann thrilling, sag ich jetzt mal. Hast du denn das Gefühl, dass Crowdfunding irgendwie nachwirkt? Also jetzt ist die Crowdfunding-Kampagne ja so ungefähr so ein halbes Jahr vorbei. Hört ihr über manche Kanäle immer noch irgendwie was, wo ihr denkt, das lässt sich auf die Crowdfunding-Kampagne zurückführen? Habt ihr so eine Art Verteiler aufbauen können dadurch? Also ich glaube schon, dass es noch eine breitere, also es breiter gestreut worden ist, unser Anliegen. Das muss ich wirklich sagen. Und wir wurden auch darauf angesprochen letztlich auf die Aktion. Also ich habe schon so das Gefühl, dass wir haben uns in so einem gewissen Raum bewegt und waren da auch bekannt, aber das hat es noch mal mehr gestreut und auch in Kreise, kann man sagen, oder Bereiche, wo wir nie, vorher nicht gedacht hätten, dass da auch Leute das interessant finden. Ja. Also so ein bisschen neue Zielgruppen erreichen, neue Fans generieren und genau. Marketing. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Und haben da die Dankeschöns geholfen, um Leute anzusprechen? Also dass man da vielleicht nochmal dezidiert geguckt hat, keine Ahnung, für die sind die Wandgemälde als Poster oder als Postkarte spannend, für den eher der Hoodie und hat die Leute so angesprochen? Oder war das nicht die Kommunikationsstrategie? Zum Teil auf jeden Fall. Also das war genau über also was wir halt vorher überhaupt nicht mehr hatten, war halt Merchandise sozusagen. Und da haben wir wirklich das Gefühl, dass da ja Nachfrage ist, das, was wir gar nicht so gedacht hätten. Also dass wirklich jetzt immer noch Leute auf uns zukommen und sagen, ey, super, ich will auch so ein T-Shirt oder so eine Mütze haben. Mhm. Und also da haben wir auch auf jeden Fall im Marketingbereich viel dazu gelernt, kann man sagen. Also genau. Ja, genau. Wahrscheinlich auch nicht nur im Marketing, sondern generell. In vielen Bereichen, oder? Ja. Das ist einfach eine gute Lernschule, durch die man da durch muss. Und für euch, ihr seid ja als gemeinnütziger Verein an den Start gegangen, das haben wir ja schon erfahren. Hast du da irgendwie eine Einschätzung, ob Crowdfunding da ein spannendes Modell ist für Finanzierung oder was waren da eure Erfahrungen, vielleicht auch im Nachhinein, auch zum Thema Abwicklung mit Geld und keine Ahnung? Ja, also es ist natürlich, also ich glaube, es ist vielleicht für
hauptberufliche Leute geeigneteres Tool, würde ich jetzt sagen. Und man braucht halt wirklich auch schon ein konkretes Projekt. Mhm. Das muss man sagen. Also ich glaube, man muss da auch sehr klar sagen, was man haben will. Wir müssen als gemeinnütziger Verein natürlich auch immer gucken, wir machen das ehrenamtlich, wie rechnet man das überhaupt ab, steuerlich, mhm, oder wie stellt sich das dar, was dann auch noch vielleicht zusätzlicher Stress ist. In der Hinsicht muss ich sagen, ich glaube, man muss wirklich ein konkretes Projekt haben oder das Anliegen auch gut kommunizieren können. Also wir haben auch immer überlegt, wie stellen wir das jetzt dar, dass die Leute das auch verstehen. Also wir haben ja wollen damit zwei Wände gestalten, so rum. Und da merkt man halt auch, dass vielleicht manche Dinge auch missverstanden werden könnten oder klare Worte, klare Kommunikation sind auf jeden Fall wichtig. Ja. Okay. Und hast du generell, das frage ich nämlich alle Crowdfunding-Talk-Gäste, Tipps für Crowdfunding-Starter, die noch die Crowdfunding-Kampagne vor sich haben, wo du denkst, das hättest du gerne vorher gewusst? Also, dass man das nicht nebenbei mal kurz machen kann, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, weil man sieht halt, wenn man auf diesen Webseiten ist, die Summen und denkt so, das ist ja voll easy. Aber das ist es halt nicht. Also, man muss halt echt sagen, dass man gute Vorbereitungszeit braucht, guten Vorlauf, genau überlegen muss, wann man das machen muss. Also man braucht wirklich diese Detailplanung, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das brauchen. Dass wir wirklich nur einen Plan machen, wann der Content auf die Seite kommt, dass das wieder Aufmerksamkeit erzeugt wird. Und letztlich unterschätzt man diese Versandaktion auch natürlich total. Ne? Und man weiß ja auch am Anfang nicht, wie viel man versenden muss. Ne? Das ist halt auch so die Sache. Ne? Also wenn man, vielleicht verschickt man da nur 10 Päckchen, aber vielleicht sind es auch 300 oder so. Ja. Bleib spannend bis zum Ende. Ja, genau. Ja. Super, Dirk. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein paar Einblicke gegeben hast. Und ja, alles Gute vielleicht auch für das nächste Festival, was vielleicht in der Zukunft noch ansteht. Alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Schön, dass du heute beim Crowdfunding Talk dabei warst. Ich hoffe, dass du den ein oder anderen Tipp mitnehmen kannst für deine eigene Crowdfunding-Kampagne. Wenn du noch weitere Infos suchst zum Thema Crowdfunding, dann schau doch gerne mal bei uns bei der Kreativgesellschaft vorbei. Wir bieten zum Beispiel einmal im Monat einen kostenfreien Crowdfunding-Club an oder auch die Hamburger Crowdfunding-Kampagnenförderung. Alle Links dazu findest du hier unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau doch gerne auch bei unseren anderen Erfolgsgeschichten in den Crowdfunding-Talks vorbei.